Auf dem Campus seiner Universität bei Lyon hat es am Donnerstagmorgen eine heftige Explosion gegeben. Bei Renovierungsarbeiten sollen laut Feuerwehr Gasflaschen in die Luft geflogen sein. Die Universität berichtet von 3 leicht Verletzten. Das Feuer auf der Dachterrasse eines Gebäudes auf dem Campus in Villeurbanne sei unter Kontrolle, teilte die Universität Lyon 1 auf Twitter mit. Nach Angaben der Universität werden die Löscharbeiten den ganzen Tag dauern.